Kuckuck, ihr Lieben. Ich bin's wieder. Schön, dass ihr da seid. Und ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Familienausflug. Und zwar werden wir was typisch Schweizerisches machen, was Schweizer Familien so tun, wenn sie sich dann treffen. Und zwar auf einem Bergchalet. Das ist eine Berghütte, die wir gemietet haben für alle zusammen. Und da schauen wir mal, was es da zu tun gibt, was es auf dem Berg zu sehen gibt. Und wir sind gerade unterwegs, alle. Und der Hund ist hinten. Da ist Tito. Da ist Flavio. Und wir sind auf der Autobahn. Also, bis später! Wir sind endlich angekommen nach einer Höllenfahrt im Berg rauf und wir laufen jetzt den Rest des Weges und zwar am Arsch der Welt, aber wirklich, den Rest des Weges den Berg rauf. Das Auto muss man hier unten stehen lassen. Ihr seht, da ist schon der Rest der Familie da und ich mache mich jetzt auf den Weg den anderen hinterher. Hula, das war eine Fahrt hier hoch. Und ich zeige euch gleich mal, wie der Blick von oben ist. Wir können noch laufen, wie verrückt. Moment mal, schaut euch das mal an. Verrückt hier. So schön die Schweiz, ist wirklich unglaublich. So, ich laufe um mein Leben und wir sehen uns gleich wieder. Verrückte Sache hier, was man hier alles erlebt in der Schweiz. Wir haben uns jetzt mal kurz hier weggeschlichen von der ganzen Gesellschaft und holen jetzt noch die Hundebox aus dem Auto. Aber naja, runter ist es angenehmer. Gleich wieder rauf, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Wir sind hier wirklich am A-Punkt der Welt. Aber es ist so schön, ganz frische Luft und 1 Million Kühe. Hier kommen wir jetzt zum Wachhund. Mal schauen, ob wir da mal vorbeikommen. Also mit Wachhund meine ich hier die Kuh. Die verfolgen uns nämlich hier überall. Ist ein bisschen speziell, aber man hat uns gesagt, die sind nur neugierig. Die tun nichts und sind ganz freundlich. Hallo. Die fragt sich jetzt, was ist das? Was filmt mich da? Ah. Wollen wir mal schnell hier raus? Ups. Oh. Hier gibt es so Drehtüren, wo man dann durchgeht. So. Wo ist das Auto? Runter. Da. Runter. Das heißt, hinterher wieder rauf. Papa, frère Winnie, c'est nul. Je suis pas super fort. Hein? T'arrives pas? Bah, je suis pas une monstre. Bah, also, das ist die Familie hier. Pierre. Pierre, mein Schwager. Bah, der Erwachsene natürlich, also der da hinten auf dem Fahrrad. In Gelb. Und das andere war Mathieu, mein Neffe. Die beiden sind verrückt nach Fahrradfahren. Und die machen sich jetzt hier auf, hier ins Gelände.
Wir haben jetzt heute Mittag gegessen. Und zwar gab es so ein bisschen kanadisches Buffet, nennt sich das hier. Das heißt, jeder bringt was mit. Salate, Brot. Die Männer haben hier so 3 Grillspieße gemacht mit Braten. Das war sehr, sehr lecker. Und dann gab es heute Nachmittag Varianten, Spezialitäten. Und zwar mehrere Schokokuchen, Schwarzwälderkirschtorte, was gab es noch? Wie hießen noch diese Dinger? Diese Brisle. Ich muss mal gucken, wie die in Deutschland heißen. Ich weiß, die gibt es auch bei uns. Aber die haben natürlich einen anderen Namen. Wir sind ja hier in der französischen Region. Und natürlich dann gab es eine Spezialität, die hier nicht fehlen darf in der Gegend. Und zwar ist das Crème de Gruyère mit Meringue. Meringue sind, wie heißen die hier? Baiser auf Deutsch. Und die Crème de Gruyère ist halt double Crème de Gruyère. Entschuldigung. Das ist eine Sahne, aber halt extra dick, extra fettig. Das ist eine Spezialität hier in der Region. Und jetzt haben wir vorhin eine kleine Wanderung gemacht um die Hütte drumherum. Und dann gibt es heute Abend noch ein Superkäsefondue, bevor wir uns in unsere typischen Bergbetten begeben. Da werde ich euch gleich mal eine kleine Tour machen. Und dann seht ihr mal, wie das so aussieht. Ich habe ein bisschen Angst. Warte mal, lass die mal schnuppern. Mal gucken, was die macht. Aber wir bleiben hier. Was macht die Kuh? Die anderen sind ein bisschen nervös da. Ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Oi. Hallo. Wieso? Tito, tranquil. So, liebe Leute, ich muss jetzt sagen, ich habe mal gehörig die Hosen voll. Aber ich muss jetzt da irgendwie durch diese Kühe. Aber die gucken alle. Das ist wirklich nicht lustig für jemanden, der aus der Stadt kommt. So, ich zeige euch mal. Da sind die Kühe. Direkt vor dem Eingang. Und wir müssen da irgendwie durch. Mit dem Hund. Und das Problem ist, die interessieren sich total für den Hund. Ja, love you. So, meine lieben Freunde, lasst mich jetzt hier durch. Ganz lieb sein. So, nicht gucken. So, einfach dran vorbeigehen. So, bitte lasst mich niemand verfolgen. Ah, das sind jetzt die Schlafzimmer. Damit ihr das mal seht. Das ist überhaupt nicht hoch, also ganz tief, und man muss eben dann mit den Füßen nach hinten, weil die Decke so schräg ist. Naja, und hier ist dann unten. Ich stell mich mal daneben, dann seht ihr, die sind ganz tief. Ja. So, kurze Pause hier, bevor es Abendessen, also Fondue gibt. Und jetzt zeige ich euch mal, was die Schweizer so immer im Berghäuschen da im Keller stehen haben. Und da findet man natürlich alle Männer. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber naja, wir schauen mal. Kommt mal mit.
So, meine Lieben, wir haben es jetzt den Sonntag und wie ihr vielleicht seht, ich bin fix und fertig. Das war wirklich eine interessante Nacht, muss man ja sagen, immer positiv denken. So auf der Alm. Und nein, es war ganz toll. Es war nur ziemlich warm, weil abends der Ofen angemacht wurde. Und dann ist das ganze Holzhaus total warm geheizt. Und es war ein bisschen schwer, da zu schlafen. Wir haben jetzt dann gerade mit allen gefrühstückt, mit allen 30 Personen. Und jetzt haben wir unsere Sachen geschnappt und machen uns auf den Heimweg. Weil wir haben immerhin ungefähr 2 Stunden Fahrt bis nach Genf. Und da schauen wir mal. Ich zeige euch noch ein bisschen von der Landschaft auf dem Weg zurück. Es ist wieder super Wetter. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.